So, heute läuft alles ziemlich fürchterlich. Ich habe keine Ahnung, was ich noch machen könnte. Ich glaube nicht, dass ich noch den Run hinbekomme. Dementsprechend machen wir den Keeper. Gott! Ich kann ihn nicht weg. Oh Gott, wenn ich mir das mal so rausnehmen darf. Ich bin tot. Ich habe gesagt, ich bin tot. Was wollt ihr von mir? Was soll ich sonst sagen? Ich glaube, ich bin tot. Die eine Träne, die nicht in dem Muster sich bewegt, hat mich getroffen. Okay, noch ein Versuch. Oh oh. Oh oh. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Was soll das denn immer? Diese fucking Bombe kommt einfach hochgeschleudert. Ein letztes Mal. Versuchen wir es. Ein allerletztes Mal, okay? Das war schon mal ziemlich gut. Danach respektiere ich, dass das Spiel nicht will, dass ich weiterkomme. Sie ist positiv, du kannst Goldraum skippen. Ja, das stimmt. Ich hatte sogar den Keeper-Head. Und wovon werde ich getroffen? Von einer dummen Bombe, die durch den halben Raum geschleudert kommt. Jetzt bekomme ich nicht mal mehr Münzen. Fucking Bombe. Aber gut. Wir werden den Goldraum skippen. Und dann ist das Schicksal. Hat. Oh Gott. Hat das Gleichgewicht dann wieder hergestellt. Der Typ wollte es aber auch wissen. Der Typ wollte es absolut wissen. Ich mag es übrigens, dass ich in den ganzen Keeper-Tries heute nicht ein einziges HP abbekommen habe. Ich meine, warum nicht mal ein einziges Spiel? Ist das wirklich nötig? Ach Gott, das war dumm. Ich hasse es, dass ich einfach so null Damage mache aktuell. Okay. Soweit so gut. Ein paar Ressourcen. Ebenfalls gut. Tornfoto. Hervorragend, würde ich fast sagen. Da haben wir noch, ist es so gut für Keeper? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich okay. Vielleicht hätte ich die Bombe besser im Shop einsetzen sollen. Egal. Wir können den Cent sowieso, wir können unsere Münze sowieso nicht ablegen. Ich will nur eure Planetarium-Chance, ich will auch das hier mitnehmen. Oh, ein Fünfer. Dementsprechend würde ich sagen, wir gehen hier rein, damit ich das eine zusätzliche Boss-Item dann noch mitnehmen kann. Und mein Plan ist übrigens wieder auf Devil Deals zu gehen, außer ich werde kein Geld ansammeln können. Dann werde ich vielleicht sagen, ja, vielleicht kein Devil Deal für mich, aber ich habe das Gefühl, wir werden Geld ansammeln. Goldraum kann ich mitnehmen. Ja, die Spore-Shots sind, ich hoffe, die sind nicht zu sehr luckabhängig. Damage Up spawns a random Rune of Soulstone und Pickup. Yes! Mom's Ring. Ebenfalls neues Item. Dagus. So ein gutes altes Damage Up direkt zu Beginn.
Ja, da möchte ich nicht Nein sagen. Ich bin mir übrigens so sicher, dass das lila Feuer mich umbringt. Mit den Münzen bin ich jetzt erstmal noch ein bisschen vorsichtig, weil... Keine Ahnung, ob wir vielleicht einen Sacrifice Room irgendwo herbekommen. Das ist ein tolles Item mit Tainted Isaac. Warum ist es speziell mit Tainted Isaac besser? Oder gut? Ich denke, ich werde in den Shop reinschauen. Ich würde das Geschenk gerne mitnehmen. Mal schauen. Und da ich unendlich Runen farmen kann. Ach so, oh, das ist, wo man eine Rune beim Aufheben bekommt. Ich dachte, du meintest die Pilzspore. Wir setzen das Geschenk im Devil Deal ein. Ist mein Plan. Sofern ich so lange lebe. Aber ich hoffe, die Spore wird mir dabei helfen. Du bist ordentlich angespornt, mein Freund. Nicht springen. Damit verschwinden die Sporen. Oh mein Gott. Ein HP ab. Ach ja. Sind sowieso beide Spacebar-Items, also okay. Ich habe das Gefühl, ich bekomme in letzter Zeit zu oft den Haufen von dem Geschenk. Damit würde ich fast sagen, ich bekomme ihn, ich würde fast sagen, ausschließlich. Und das ist ein bisschen zu oft. Aber okay, gehen wir mit null Ressourcen von in jeglicher Hinsicht weiter. Bin schon mal froh, dass wir einen Damage abbekommen haben. Das erleichtert mein Leben ungemein. Und die Sporen sind natürlich auch ganz cool. Ich denke, ich genehmige mir mal eben den Cursed Room. Ich setze Daggers direkt hier ein. Damit ich Ancient Recall hier einsetzen kann. Emperor. Ist okay. Joker. High Priestess. Wir nehmen erstmal die High Priestess mit für den Bosskampf. Und danach sehen wir weiter. Danach sehen wir weiter. Wieso ist die Planetarium-Chance eigentlich so ein Stück nach rechts versetzt, verglichen mit der Stat-Anzeige? Ist sie nicht mehr, sehe ich gerade. Inzwischen scheint sie schön bündig zu sein, wie man sich das wünscht. Und abgesehen davon ist eine Mod, die Planetarium-Anzeige. Dementsprechend, keine Ahnung. Wir werden wohl ein paar Versuche gebraucht haben, um die richtige Technik zu finden. Thaddeus. Die Technik. Möchte ich da rein? Au. Ich glaube nämlich, die Antwort ist ja. Ich mache erstmal den Boss. Oh Gott, ich hasse ihn so sehr. Range up, increase tier size. Okay. Also. Wo kann ich mir am besten Schaden zufügen? Wahrscheinlich auf der Suche nach einem Secret Room. Autsch. Jetzt Joker haben wir nur mit mindestens 15 Cent. Ja, wir werden auf der Ebene keine, nicht das Geld für Joker zusammenbekommen, befürchte ich. Ja, nehme ich mit. Und dann bin ich raus. Idioten. Haben wir die Idioten gesehen?
Eine Bombe. Ist okay, schätze ich. Meine Feuerrate ist inzwischen sehr ansehnlich. Ich habe keinen Schlüssel. Ah, shit. Ich glaube, mir fehlt ein Schlüssel, fällt mir gerade auf. Ich hätte gratis in den Cursed Room gehen können. Ich brauche einen Schlüssel. Spiel. Spiel, gib mir jetzt bitte den Schlüssel. Das ist kein Schlüssel. Ich meine, ich kann ihn wegsprengen. Das ist kein Schlüssel. Secret Room könnte hier sein. Wir haben Secret Room. Schlüssel. Yes! Wir haben ihn. Wir haben ihn bekommen. Puh. Ich denke, es gibt keinen Grund, in den Shop reinzuschauen an dem Punkt. Jokern werden wir auf der Ebene auch nicht. Denn das wäre ebenfalls extrem unnütz. Lass mich nicht das fette Baby mitnehmen. Lil Chat. Sieh was? Ich denke, Lil Chat ist besser als das Furz-Baby. Jetzt auf in den Shop. Erstens habe ich keinen Schlüssel dafür. Und zweitens, was will ich im Shop? Oh, ich könnte den. Oh, ich könnte den Donatomat die Luft sprengen im Shop. Sieh was, wir schauen. Der langsame Fliegenspawner. Yeah. Aber es bringt trotzdem mehr als der andere, der wahrscheinlich nichts gebracht hätte. Ja, wir sollten auf jeden Fall schauen, in den Shop reinzugehen, einfach um den Donatomat zu sprengen. Ich habe das Gefühl, als Keeper profitiert man ehrlich gesagt von der Donatomat-Änderung. Einfach weil Keeper damit, beziehungsweise nehmen das da unten nicht mit. Auch wenn die Planetarium-Chance dadurch nicht gesenkt wird, da ich vertraue ihm ganz nicht. Genau. Einfach weil Keeper damit dann mit einer Bombe super viele Münzen bekommen kann. Ich denke, das ist für den Keeper ganz hilfreich. So, wir wollen den Boss nochmal machen. War denn der Boss nochmal? War es dieser Duke of Lies? Der nervige Duke of Lies? Wer war der Boss hier? Min-Min, der mit den Fliegen, okay. Der mit den Fliegen verstehe ich. Nicht gut, aber wir leben. Hui. Ist das nicht gut? Nein, nein, das ist nicht gut. Okay, wir haben es versucht. Lass mich noch die anderen Räume machen. Um ein bisschen Bargeld aufzutreiben. Denn sobald wir 15 Cent haben. Sobald wir 15 Cent haben, kann ich mich in den Devil Deal warpen. Ach ja, wahrscheinlich wird hier gar. Hier ist gar kein Donatomat, oder? Ich glaube, hier wird gar keiner sein. Was ein bisschen uncool ist. Erste HP wollen und dann doch nicht. Ich wollte nur ein HP ab. Das zweite bringt mir nichts. Bin übrigens auch nicht begeistert von diesem Mangel an Trinkets, welchen wir in dieser Ebene aktuell bekommen. Beziehungsweise in diesem Run. Ich will fast sagen, wir haben gar kein Trinket bekommen. Ich spreng ihn in die Luft, weil wir unendlich viele Bomben haben. Wir haben nichts gegen ein paar blaue Fliegen für umsonst. Oh Gott, der Super Secret Room ist hier wieder so ganz komisch irgendwo. Super Secret Room, bist du hier? Ich hab ihn. Ich sollte die Stopwatch mitnehmen, oder? Oder? Was sagt ihr?
Ich denke nämlich auch. Ich denke nämlich auch. Das heißt, wir werden erstmal nicht jokern, aber das ist okay. Ich bin auch erstmal zufrieden mit der Stopwatch. Und weiter geht's. Reroll. Yeah, wahrscheinlich. Okay. Die guten alten Pilzsporen leisten solide Arbeit. Ja, ich denke, mit dem Run können wir soweit was anfangen. Schon allein wegen der Stopwatch. So, ich werde die Münzen mal alle wieder liegen lassen. Ich weiß, dass das manche unter euch stört. Das tut mir leid, aber... Ich kann die nicht einfach alle mitnehmen. Ich weiß nicht, wofür ich die noch brauchen werde. Ah, was machen wir eigentlich, wenn ich kein Trinket finde? Im Laufe des Runs. Vielleicht wird das der Run, in dem wir The Beast schaffen, aber... Vielleicht wird es gleichzeitig auch ein Run, in dem ich kein Trinket bekomme und deswegen kein Red Key mitnehmen kann. Das heißt, ich würde mich mental darauf vorbereiten. Okay. So weit, so gut. Karte zählt doch auch. Als ob es zählt, wenn man da eine Karte ablegt. Das wäre super einfach. Zählt das wirklich? Davon habe ich noch nie gehört. Das würde auf jeden Fall mein Leben erleichtern. Bis nicht. Nein, nur Trinkets. Ich weiß, dass man Trinkets auch im Goldraum ablegen kann, wenn man das will. Okay. Bewegende Mehrheit sagt nein. Der links hat noch gelebt. Habe ich gar nicht gesehen. Aber ja, ich muss sagen, die Pilzspore bisher, das ist unser Run-Retter zum aktuellen Zeitpunkt. Ich würde so weit gehen. Ehrlich gesagt. Mir gefällt der Raum gerade gar nicht. Cent. So, ich will auf jeden Fall noch die Ebene machen, um möglichst viel Geld zu bekommen, bevor wir den Boss machen und dann eventuell einen Devil Deal bekommen. Denn je mehr Geld wir bis dahin mitnehmen können, desto besser wird es sein. So. Ich bräuchte am besten irgendwas, womit ich, oh, Boss Challenge Room. Ich möchte am besten irgendwas mit in der Lage bin, Münzen zu spawnen, wenn ich gegen The Beast und sowas kämpfen will, aber... mal schauen. Ich glaube übrigens nicht, dass ich bereit bin, Dogma mit dem Keeper zu besiegen. Und ich denke, ich lehne mich da nicht so weit aus dem Fenster. Oh, Scooper. Plopp. Der Scooper ist leider super, super schlecht. Spawn definitiv Klasse 4 Item. Ich verstehe. Nicht wirklich. Ich schätze, das bedeutet gut. Hm, wo kann ich noch ein bisschen Schaden nehmen? Bevor wir in den Boss Challenge Room reinschauen. Wer hätte doch ein bisschen Schaden für mich? Oh, ich weiß, wie ich's mache. Ich habe eine Lösung gefunden für das Problem. Und ja, wenn ich ja Donate-Tomat wegspringen könnte, hätte ich einen Sacrifice-Room gratis mitnehmen können, aber dafür ist es zu spät. Oh, cool. Nur so als Tipp, danke für den Tipp einer Sache, die ich ein paar Mal gemacht habe bisher.
Ich meine, das ist... Es ergibt sich soweit aus dem Kontext, ehrlich gesagt. Dass wenn man sich viel auffallen kann, dass man damit dann Sacrifice Room mitnehmen kann. Oh Gott! Oh nein, mir gefällt das hier gerade nicht. Mir gefällt das sogar überhaupt nicht. Münze? Oh, ein Fünfer. Das ist das Leben. Okay. Ich denke, ich werde gleich zum Boss gehen. Jetzt gleich. Das heißt, wir können dann auch gleich die ganzen Münzen mitnehmen, die ich unterwegs liegen gelassen habe. Und dann hoffen wir, dass wir einen Devil Deal bekommen, denn ich habe wirklich keine Lust auf einen Angel Deal. Angel Deal wäre nicht hilfreich. Hier ist noch eine Münze. Sacred Heart hilft immer. Ich meine, wahrscheinlich. Ich habe auch keine Lust auf Sacred Heart, ehrlich gesagt. Es gibt so viele Runs, wo ich einfach immer Sacred Heart finde und dann ist das soweit gewonnen, aber ich habe keine Lust mehr. Das Gefühl, meine Sacred Heart-Dichte ist ein bisschen zu hoch in diesem Spiel. So, mir gefällt das mit den 29 Cent nicht. Kann ich nicht drei... Yes! Dankeschön! Ich kann 30 haben. Wir sollten auf jeden Fall einen Deal generell hier bekommen. Was schon mal ganz gut ist. Devil Deal! Yep. Ich habe über das andere Item nachgedacht und beschlossen, dass es... Ja, und das Lied scheint verlangsamt zu sein. Und ich habe beschlossen, dass es mir nicht so viel weiterhelfen wird. Wir hatten keinen Secret Room auf der Ebene, sehe ich gerade. Moment. Okay, hier ist er nicht. Ist er hier auch nicht. Kann er hier zur Rechten sein, unter Umständen? Hey. Ihr seht das? Das ist der Stoff. Gut, dann würde ich sagen, wir hauen ab. Außerdem, von der Killer 1990 Gift Subs für Polyphemus. Vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, es ist falsch geschrieben. warte, da waren nur diese komischen Batterien. Weiß nicht, wirklich was bringt. Ja, ja, das will ich nicht. Also, gehen wir weiter. Maw wäre es immer gewesen, es macht so viel Damage. Ja, dafür muss ich auch nah an die Gegner ran für Maw. Außerdem, jetzt bekomme ich erstmal doppelte Münzen-Drops. Und ich hätte mich so oder so für eins von beiden entscheiden müssen. Und ehrlich gesagt, doppelte Münzen-Drops, ich denke, es ist sinnvoller. Ich denke, das wird auf lange Sicht gesehen. Nicht mal unbedingt auf so lange Sicht gesehen, aber... Früher oder später, relativ schnell, sollte das für mich definitiv die sinnvollere Entscheidung sein. Oh, wenn wir hier einen Sacrifice Room auf der Ebene haben. Moment, ich kann eine Brücke bauen aus Scheiße. Ich meine, wir werden sowieso keinen Sacrifice Room haben, weil man hat immer nur dann einen, wenn man keinen braucht. Aber dennoch, es wär super hilfreich. Sind echt die Gegner verlangsamt hier gerade? Ich glaube ja, oder? Bin mir gerade so unsicher. Oder sind noch Bosse verlangsamt? Ich habe absolut keine Ahnung. Alles ist langsam. Da habe ich mich einfach schon zu sehr daran gewöhnt, wie langsam alles ist. Oh Gott, Greedos. Nein! Meine Münzen!
Die brauche ich noch. Apropos meine Münzen. Wo bleiben eigentlich meine doppelten Münzdrops? Ich müsste Humbling Bundle noch bekommen. Das wäre jetzt ein gutes Pickup, sage ich euch. Oh mein Gott! Das ist ein starker Kandidat für ein gutes Item. Wenn ich das mal so sagen darf. Das Problem ist natürlich, dass mein Luckstat die gedroppten die Eier, die ich abfeuere, ungefähr gegen Null laufen lässt. Aber ich sehe das Item trotzdem gerne. Okay. Das werde ich mir auch nicht nehmen lassen. Weil es bringt trotzdem ein bisschen was. Das heißt, ich würde es nicht komplett unterschätzen. Okay. Eine Bombe für zwei Bomben. Ich denke, das ist ein Deal, zu dem ich nicht Nein sagen werde. Ich fürchte, wir haben kein Sacrifice Room auf dieser Ebene. Ich meine, ich habe sie noch nicht ganz erkundet. Es kann noch alles... Yes! Es kann noch alles passieren. Oh mein Gott! Wir haben's! Wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Das ist stark. Wenn ich jetzt noch schaffe, nicht zu sterben. Ich habe 4 Schlüssel gerade bekommen. Sind die Münzen auch verdoppelt worden? Nein. Scheinbar trifft es nicht auf Dinge zu, die schon gespawnt sind. Ungünstig. Also auf jeden Fall trotzdem wirklich gut. Oh Gott. Ich mag diesen Raum nicht. Hör auf, mir Schlüssel zu geben. Ich brauche keine Schlüssel mehr. Ich habe genug Schlüssel für die nächsten Jahrzehnte. Oh, wer hat den normalen Secret Room schon? Also. Ja, da sind doppelte Sands. Das will ich auch sehen. Das Problem ist, wir haben übrigens immer noch kein Trinket gefunden in diesem Run. Können wir das kurz hervorheben? Grand Spectral Tears. Na, was soll's. Oh Gott, nein. Mach mich doch nicht schwach hier. Ja, ich glaube, wir werden keinen Sacrifice Room haben. Ich bin mir fast sicher. Okay, wisst ihr was? Diese Item war ein Fehler. Eddie's Trink. Moment, da ist ein Trinket! Moment! Wir haben ja ein Trinket! Das wäre jetzt best auf. Ja, klar, warum nicht? Jetzt wird es mir erst bewusst. Das ist ein Trinket, von dem es mir natürlich sehr schwer fällt, mich zu trennen. Tragischerweise. Es ist so nützlich. Aber ich glaube, es wird leider gehen müssen. Es tut mir leid, mein lieber Hookworm. Leider nicht ganz das, was ich erhofft hatte, aber... Infested? I'm excited. Oh Gott. I'm excited könnte direkt meine Stopwatch wieder außer Kraft setzen. Das mache ich überhaupt nicht. Aber ansonsten würde ich sagen, soweit so gut. Soweit so gut. Was mir nur immer noch fehlt, ist irgendwas Defensives im Kampf gegen... gegen Dogma oder The Beast. Die Wurm-Trinkets sind zu 99% eher funny als nützlich. Ich denke nicht, dass sie sonderlich lustig sind, ehrlich gesagt. Ich finde sie hauptsächlich anstrengend. Deswegen werde ich es jetzt auch mal nicht in den Bosskampf mitnehmen. Ich will sie mal mitnehmen, weil ich mir denke, ja, vielleicht wird es diesmal was bringen, aber es bringt nie was. Es bringt nie was.
Ja, Brainworm ist ja eine gute. Ja, den findet man auch am wenigsten, logischerweise. Oh Gott. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Das ist eine Ansammlung gewesen. Warum bleiben die nicht an ihm hängen, die Teile? Und wir bekommen keinen Deal. Safety Pin. Safety Pins sind für Nerds. Moment, 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 bevor ich irgendwas vergesse. Direkt Trinket ablegen. Denn ich kenne mich. Whipworm ist auch okay. Ich meine, kommt wahrscheinlich auf das Item an. Wenn man sowas wie Tiny Planet hat, können alle okay sein, aber ich weiß nicht. Und ja, wir werden gleich jokern. Wir werden aber erst noch das restliche Geld auf dieser Ebene mitnehmen. Und dann jokern wir uns rein und dann werden wir sehen, was wir bekommen. Da oben hin. Das sind so viele Münzen. Okay. Das war alles. Nehmen wir mit. Wo bleibt die Hand? Da bleibt sie. Okay. Ich würde sagen, das lief ganz gut soweit. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ist Zipperkack überhaupt noch im normalen Item-Pool in dem Spiel? Mir fällt nämlich gerade auf, dass ich das Item einfach zuletzt vor Ewigkeiten hatte. Ja? Das bekommt man einfach gar nicht mehr. Ich meine, ich habe immer noch manchmal Polyphemus und sowas bekommen, aber Zipperkack ist einfach gefühlt, ist einfach komplett weg. Goldraumpool und Boss Rush. Boss Rush ist doch der Goldraumpool. Polyphemus wurde scheiße. Ehrlich gesagt fand ich Polyphemus immer ein bisschen scheiße. Ich meine, im ersten Isaac war es gut, aber danach... Ich weiß nicht. Man feuert damit so langsam. Das finde ich immer nervig. Ich meine, mit Epic Hack feuert man auch langsam, aber dafür macht man auch Damage. Das ist eine Sache, die mit Polyphemus. Ich meine, man macht okay Damage, aber nicht so okay. Wenn ihr mich fragt. Okay, soweit so gut. Oh, ein Fünfer. Ich habe übrigens immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass wir eine Sacrifice Room bekommen könnten. Jar of Lies. Und eine unidentifizierte Pille. Auch nicht der Oberhammer. Auch nicht unbedingt der Oberhammer. Aus dem Schutz der Braune. Frischer Sub. Vielen lieben Dank. Der Random Popo-Lecker in dem Maskenraum. Oh Gott, erinnere mich nicht an die deutschen Namen. Oh nein, ich hasse diesen... Oh, ich hasse diesen Raum so sehr. Wenn die früh im Run kommen sind, ist man einfach tot. Man ist einfach tot. Versuch den Penny beim Raum zu verwenden, damit du aktiven Raum hast. Raum zu verwenden, damit du Heilung für den Raum hast. Ich meine, ja, yeah, ich habe drüber nachgedacht, aber... Ehrlich gesagt, macht es nicht so viel Unterschied, weil aktuell habe ich, ich würde sagen, ich habe die Situation unter Kontrolle. Zum aktuellen Zeitpunkt. Left Hand ist gut, wenn du Guppy werden willst. Ja, ich will ja lieber Münzen haben, denn wir haben 0 von 3 Guppy-Items. Ich meine, ich würde gern Guppy werden, aber wir haben keine Guppy-Items. Dementsprechend seien wir realistisch an dem Punkt. Das würde eher nicht passieren. Können Sacrifice Rooms eigentlich auf jeder Ebene spawnen? Da gibt es gewisse, wo sie spawnen können und gewisse, wo sie nicht spawnen können. Also nur auf jeder zweiten oder so. Beziehungsweise in dem Fall nur
Auf der ersten Ebene immer jeweils. Ist das eine Sache? Oh, crap. Denn wenn das eine Sache ist, dann verschwende ich hier gerade meine Zeit. Und die Zeit von allen anderen Beteiligten. Ja, ist okay. Das ist sehr okay. Oh. Heute ist der Tag der klassischen Trinkets. Zuerst hatten wir das Horn. Und jetzt haben wir Cancer. Und hier haben wir ein paar Bomben. Und ein paar Münzen für die Bomben. So weit, so gut. 14% Chance auf jeder Ebene. Okay. Also hängt es nicht von der Ebene ab, sondern einfach nur Glück. Okay, wir sind aber noch nicht. Wir sind noch nicht ganz fertig mit der Ebene. Es kann also noch alles passieren. Was will ich mit diesen ganzen Schlüsseln? Was will das Spiel hier gerade. Oh, ist ja was? Für den Raum hier unten werden wir Schlüssel benötigen. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass das Spiel mir zu viele Schlüssel andrehen will. Und ein netter Boss-Challenge-Room. Steam Sale! Und ein Counterfeit Paddy. Ich denke, wir nehmen das direkt mit. Dann werde ich mal kurz. Ups. Und. Herrje. Autsch. Mich kurz da erwischen lassen. Zeitverschwendung. Jo, ein Zehner! Absolute Zeitverschwendung. Ah, ich würde fast sagen, dass ich mit dem Counterfeit Penny noch die restlichen Cents auf der Ebene abgrasen werde. Was machst du denn? Die Bomben machen Schaden. Ich weiß nicht, sie waren einfach so schnell. Ich konnte nicht ausweichen. Wusste nicht, was ich machen soll. Oh, wir haben 72%ige Devil Deal Chance. Das weiß ich zu schätzen. Ich sag's euch, wenn wir jetzt der Devil Deal, den wir jetzt bekommen, der könnte hilfreich werden. Der könnte durchaus hilfreich werden. Das ist ein reicher Run. Wir haben nur keine Deep Pockets, aber wisst ihr was? Das ist okay. Denn wir sind doch nicht ganz reich genug für Deep Pockets, leider. Oh ja, warte, wir haben auch noch Steam Sale. Ich hasse es, dass wir gerade in Necropolis 2 schon sind. Das heißt, das ist unser letzter Devil Deal und der letzte Shop hier. Das ist nicht gut. Jetzt, wo wir so viel Geld und alles angesammelt haben, sind wir eigentlich schon so weit am Ende. Und können nicht mehr viel damit anfangen. Oh Gott. Der vorletzte Shop. Oh ja, es kommt noch die Ebene danach. Oh mein Gott, ihr habt so recht. Versuchen wir die Pille. Okay. Health up. Gut, dann, zuerst nein. Nein, nein, nein. Wir gehen. Wir machen das. Ich hasse diesen Raum hier gerade. Wir nehmen das noch mit, damit wir die Fool-Karte. Ich habe die Fool-Karte vergessen. Ja, okay. Shit. Dann haben wir wohl eine Planänderung vor uns. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das war. Ach Gott. Moment. 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 Ha! Nein! Moment, Fool-Karte mitnehmen. Alles gut, alles gut. Wir sind noch im Spiel. Jetzt die Fool-Karte mitnehmen. Ich war gerade ein bisschen enttäuscht von mir selbst, muss ich gestehen.
Außerdem, hervorragendes Item. Okay, wir nehmen das Polaroid mit. Und dann sind wir raus. Huiuiuiui. Es hätte aber schief gehen können. Das sind die Plays, für die wir alle hier sind. Nein! Oh Gott, jetzt nicht sterben. Okay, wir leben. Noch. Wir leben noch. Ich mag diesen Raum hier überhaupt nicht. Den auch nicht, ehrlich gesagt. Was will dieses... Was willst du mit deinen Schlüsseln, Spiel? Was willst du denn von mir? Was soll ich denn sagen zu den Schlüsseln? Danke. Es reicht jetzt langsam. Ich brauche keine 5 Ladungen mit Schlüsseln. Oh. Full health. Full health ist okay. Mausoleum ist trash. Yep. So, Full Health ist aber auch nicht so gut, weil wir sie nur bedingt lange mitnehmen können, leider. Das ist kein Backup für Dogma, wir müssen den Red Key mitnehmen. Das ist das Problem daran. Ansonsten hätte ich mich ein bisschen darüber gefreut. Aber wir wollen ja den Tainted Keeper noch freischalten. Oh oh. Das heißt, es bringt nur bedingt viel alles, leider. Ist einer gesprungen gerade? Nein, sag ich mir eingebildet. Muss ich mir eingebildet haben. Ugh, geht weg. Also ich muss ja aber sagen, der Run ist soweit, Curse of the Maze. Curse of the Maze ist okay. Okay, warte. Ich werde den Zehner ganz geschickt mitnehmen. So. Um nicht zu sterben. Mit Curse of the Maze kann ich leben. Das ist der lustige, belanglose Fluch. Ich kann nicht. Oh Gott, das ist so schlecht. Ich kann aber auch Forget Me Now nicht mitnehmen. Ich kann nicht einfach mein Cent loswerden. Das ist so das Problem. Wo ist denn unser Shop? Ich hätte auch rein nichts dagegen, wenn ich eventuell noch Devil Deal oder so mitnehmen könnte. Aber ich befürchte, das wird nicht passieren. Das macht mich ein bisschen traurig. Der Raum gefällt mir auch gerade nicht so sehr. Aber er hört mein Damage ungemein. Was soll denn das? Das ist schon wieder nur Müll. Oh. Oh mein Gott, nein. Das ist... Und das ist unser finaler Shop. Something's wrong. Unser letzter Shop. Zu sagen, dass es Müll ist, wäre eine Untertreibung. Kann ich wenigstens Geld einzahlen? Natürlich nicht. Nicht mal das. OMG, hör mich an, das Scherntrinket ist genial. Ich weiß, dass das Scherntrinket gut ist.
Es bringt mir nur an dem. Ist zum einen das Trinket, das ich habe, ist Cancer. Zum anderen, es bringt mir auch so nicht viel. Gott, wir hätten halt auch irgendein Batterie-Item gebraucht in diesem Run. So, jetzt geht mir gerade der Arsch auf Grundeis, möchte ich anmerken. Denn jetzt bin ich mir sicher, dass wir ziemlich verkackt haben für diesen Run. Hilft über einen Beastfight gegen Bomben. Wisst ihr, was mir im Beastfight auch hilft? Cancer. Und ich habe das Gefühl, es wird mir mehr helfen. Der Superreiter mit Bomben angreift, lässt sich diese dann einsammeln. Ja, aber will ich dafür meine Feuerrate opfern? Ich glaube nicht, denn die Feuerrate bringt mir gegen alle viel. Ich denke, keins damit zu nehmen, ist einfach die richtige Entscheidung in dem Fall. Devil Deal! Nein! Full health. I'm excited. Das bringt mir alles nichts. Lucky Penny? Irgendwo? Nein? Ist okay. Na gut, wir haben alles versucht. Das mit der Schere würde ich auch gerne sehen. Versteht mich nicht falsch. Es ist nur... Wir haben nur... Oh, ich habe auch kein Planetarium bekommen. Das andere Trinket ist nur so... ne, das beste Trinket im Spiel. Warum setze ich es überhaupt noch ein? Beziehungsweise Cancer ist eins der besten offensiven Trinkets. Vielleicht sogar das beste offensive Trinket. Welchen Goldraum haben wir ausgelassen? Das war der zweite, oder? Das war, glaube ich, der zweite Goldraum, den ich ausgelassen habe. Der erste? Okay. Oder so. Komm schon. Gib mir was Gutes. Ich wünschte, wir würden noch rote Kisten bekommen, die mich in den Devil Deal warpen. Das wäre so gut, aber... Das Gefühl, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist eher gering. Dann wiederum wäre nicht das erste Mal, dass wir den Kleinen dazu bringen, mich in den Devil Deal zu warpen. Wäre nicht mein erster Rodeo. Yeah, komm schon. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Nee. Warum habe ich die mitgenommen? Wir brauchen mehr. Und ich habe das mit den Schlüsseln hinterfragt. Jetzt komme ich mir ziemlich dumm vor. Wir sind noch nicht fertig mit dem Raum. Ich werde wiederkommen. Heute ist nicht aller Tage. Warte, ich komme wieder, keine Frage. War das so? War das bei Paulchen Panther? Irgendwie so. Du hast dich über die Schlüssel beschwert. Ich weiß. Ich fühle mich auch sehr dumm inzwischen dafür. Okay, wir haben nicht viele Möglichkeiten. Ich habe Angst, dass da eine Trollbombe rauskommt. Und direkt den kleinen Mann in die Luft sprengt. Au. Genau das. Genau das will ich, dass es nicht passiert. Buh! 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 Dummes Spiel! Oh, sehr lustig! Sehr lustig, Spiel! Direkt im ersten Raum danach drei Schlüssel gefunden. Was für ein lustiger Hammer. Ich mache mir übrigens große Sorgen über den Kampf gegen Dogma. Und ich glaube, an dem werden wir scheitern. Falls ihr euch wundert. Ich glaube aber, ich sollte noch weiter die Ebenen erkunden.
der Hoffnung, dass wir hier noch irgendwas bekommen können. Irgendeine Möglichkeit, mich in den Devil Deal zu warpen oder so. Denn das wäre wirklich stark. Vor allem haben wir auch noch Steam Sales zusätzlich. Ich könnte einfach alles mitnehmen. Ich hätte alles aus so vielen Devil Deals mitnehmen können, aber da war einfach nichts mehr. Da war einfach nichts mehr. Au. Da habe ich wohl nicht genau hingeschaut. Oh, es gibt ja immer noch die eine Mod, die so ein Love Track über den Streit von den beiden legt. Die sollte ich mir irgendwann mal noch holen. Eventuell werden wir übrigens auch ein paar Gegner sehen, die ich noch nie gesehen habe in dem Spiel. Health up, cool. Eventuell werden wir ein paar Gegner sehen, die wir noch nie gesehen haben, denn, oh, warte, ich glaube, der Gegner, den ich noch nie gesehen habe, wird wahrscheinlich in den Mines sein. Da war ich nämlich noch nie. Was kann der Dogma anrichten? Er kann mich öfter als zweimal treffen, zum Beispiel. Das wäre äußerst ungünstig für mich. Und ich kann meine Stärke bei Dogma nicht hochboosten. Weil da keine anderen Gegner sind, die ich besiegen kann. Au. Behalte den Rainbow Worm mal für dich. Das Gift ist ziemlich gut, muss ich aber fairerweise sagen. Oh Gott, zwei von denen, von den großen Maden. Au. Ist das Gift wirklich so gut? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher an dem Punkt. Okay. Und hier unten ist noch der Fliegenkönig. Ich habe keine Ahnung, ob er wirklich so heißt. Das Protokoll. Vielleicht werden wir noch einen Bombenbagger irgendwo. Das heißt, noch ist alles möglich. Downport 2. Vielleicht haben wir hier neue Gegner. Ich glaube aber, ich muss hier beim Hochklettern mal durch die Mines gehen, um die fehlenden Gegner noch zu finden. Falls ich das nicht schon vorhin angemerkt habe. Dann merke ich es jetzt an. Oh Gott. Warum voll mit euch? Das ist ein bisschen nervig. Immerhin werde ich stärker. Okay. Zwei Schlüssel! Gibt es irgendwas, wo man alle Gegner gesehen hat? Ich denke nicht. Ich würde trotzdem gerne jeden Gegner mal gesehen haben. Versteht ihr? Es gibt ein Achievement dafür. Davon weiß ich nichts, weil Achievements sind mir in dem Spiel ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich will nur alle Gegner mal gesehen haben. Das wäre ganz cool. Da sind schon wieder die frechen, Dingsgeister. Ah, hier waren wir auch. Yeah. The Devil und Devil. Warum kann es kein Joker sein? Warum kein Joker-Spiel? Komm schon. Ebenfalls kein Joker. Okay. Damit wäre auch diese Ebene abgeschlossen. Ich sehe auf YouTube manchmal komische Isaac-Bosse, die ich vorhin noch, nie gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch generell viele in dem Spiel nicht freigeschaltet, also... Wahrscheinlich nicht die größte Überraschung. Wisst ihr, was diesen Run echt gut getan hätte? Zugute Seite Sacred Heart. Die gute Seite Sacred Heart hätte wahre Wunder gewirkt. Ich habe übrigens immer noch nicht aufgegeben, dass wir vielleicht irgendwo einen Bombenbagger herbekommen. Das heißt, noch habe ich das Gefühl, wir könnten... Ich habe keine Ahnung. Irgendwas können wir schon noch hinbekommen. Seid ihr davon? Ist überhaupt nicht das, was ich suchte, aber... Vielleicht.
irgendwas, ne? Ne? Vielleicht? Ein Fool zum Beispiel. Vielleicht! Ich meine, ja, aber was hätte er sonst geben sollen, außer Mapping oder ein HP-Up? Das ist alles, was er geben kann. Aber ich habe trotzdem die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich meine, es hat sich jetzt auch nicht so sehr nicht gelohnt, weil sie so, als ob mir die Münzen sonst noch irgendwas bringen würden. Naja, nur wenn man Raum geschafft hat, kann man ein halbes Herz heilen. Wären sich vielleicht ein interessantes Trinket für den Keeper, aber denke nicht in dem Fall. Wir haben halt echt null defensive Items oder so und ich habe nur 3 Herzen. Ich habe das Gefühl, das ist keine gute Voraussetzung. Weiter geht's. Ja, yeah, Tainted Keeper sollte immer relativ sicher sein. Okay, unser letztes Item. Klassisch. Absolut klassisch. Es war quasi die Sci-Fly in Form einer Bohne, die nichts bringt. Hatten wir den eigentlich? Habe ich den schon mal gesehen? Ich bin mir gerade unsicher, ob ich den kenne, ehrlich gesagt. Er hat eine Menge ausgehalten. Schon. Okay. Tinted Rock. Seht ihr? Jetzt kann alles passieren. Seht ihr? Blaue Fliegen. Es ist quasi alles passiert. Und ich rede nicht von den Tomaten. Er ist zurück. Er ist zurück! Na gut. Store Credit. Trollbombe. Ich habe kurz dran geglaubt, dass es mich tatsächlich in den Devil Deal warpen könnte. Für einen ganz kurzen Moment habe ich dran geglaubt. Für den ganz kurzen Moment. Und mein Glaube wurde erschüttert. Wir haben alle dran geglaubt, ich weiß nicht. Ein paar von euch haben nicht dran geglaubt. Deswegen hat es noch nicht geklappt. Das ist eine relativ eindeutige Sache, wenn ihr mich fragt. Okay. Dann versuchen wir das nochmal. Und schauen, was wir bekommen. Wheel of Fortune. Das ist eine Bombe. Das sind Schlüssel. Das sind mehr Schlüssel, aber die bringen mir nichts mehr an dem Punkt. Ein Kompass! Dankeschön! Das weiß ich sehr zu schätzen. Oh Gott, noch nicht rein. Oh mein Gott, das war knapp. Ein guter alter Kompass. Stell ich mir vor, ich hätte den Kompass nicht bekommen. Das wäre super unangenehm gewesen. Ja, gleich ist es soweit. Ich kann mich nicht mehr lange drücken. Aber, fürs Protokoll, ich möchte kurz zu meiner Verteidigung in den Raum werfen, dass ich hier gerade mit 5,4 Damage bin oder so. Auch wenn ich natürlich ein bisschen stärker werde, wenn ich ein paar Gegner mitkämpfe. Aber prinzipiell
sind wir gerade nicht mit sonderlich viel Damage. 7,7. Seht ihr das? Das ist kein so starker Run. Ja, versuch noch das Beste draus zu machen. Mr. Dolly! Ist ein Tier-Sub. Und sogar ein mächtiges Tier-Sub in dem Fall. Das war also noch ziemlich gut, ehrlich gesagt. Tainted Keeper! Oh. Seht ihr, jetzt könnte ich zwei Trinkets tragen. Oh, der Storky. Das ist nämlich Ironie. Der Storky. Gott, Mom's Knife hätte ich so... Ich hätte Mom's Knife nicht mitgenommen, wenn ich sie jetzt irgendwo gefunden hätte. Muss ich ehrlich gestehen. Okay. Leute meinen, dass Tainted Keeper mit einer der besten Charaktere im Spiel ist oder so. Keine Münze bekommen. Das ist schon mal ein bisschen uncool. Möchte ich einfach mal anmerken. Ganz cool bleiben. Ganz cool bleiben. Ganz ruhig. Irgendwas hat mich getroffen. Sehr, sehr geschaffter Raum? Natürlich nicht. Okay, wir fangen mit dem guten Angriff an. Das ist gut. Ja, das ist jetzt nicht ganz so gut. Okay. Hör auf zu spinnen. Ich will winnen. Bitte. Oh, yes. Okay. Okay. Der Beyblade wurde besiegt. Volle Leben. Wo fallen eigentlich die Münzen, wenn man hier welche bekommt? Oh, das ist nicht viel Schaden. Volle Leben und ein Holy Mantle. Ich mag das hier nicht. Kopf war, glaube ich, ziemlich machbar soweit. Okay. Ich sollte es erst dann einsetzen, wenn ich Schaden genommen habe, glaube ich. Ansonsten sammle ich die Münze nämlich direkt ein. Das ist nicht gut. Shit! Lass mal gleich explodieren. Ey, man nimmt Schaden, wenn man zu lange im Gas drin steht. So war das. Müssen die Fliegenschwärme killen, um mein Damage auszumaxen. Okay, Damage ist gut. Damage ist gut, jetzt nachdem ich die Fliegen gekillt habe. Kommst von rechts durchgerannt? Oder ist der Damage gut? Ich dachte, er wäre gut. Wahrscheinlich will ich gut zu sein. Nein! Oh, fuck, 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 fuck! Nein, warum mache ich das? Das war dumm. Egal, ändert nichts. Okay. Damage ist gut soweit, auf jeden Fall. Okay, immer schön hier bleiben.
Gleich kommt Phase 2. Da ist Phase 2. Komm schon, wir müssen genug Damage machen. Dann können wir das schaffen. Bevor es kritisch wird. Bevor es kritisch wird, komm schon. Nein, ich habe Schaden genommen. Keine Münze bekommen. Nein! Oh mein Gott, genau bei den letzten beiden Teilen, die ich eingesetzt habe, bekomme ich nichts mehr. Oh mein Gott. Der Damage scheint soweit schwer in Ordnung zu sein. Gleich kommt der Brimstone, oder? Nein, jetzt kommt das. Ist ein bisschen schlimmer als der Brimstone. Oh Gott! Warum ist das so langsam? Da ist der Brimstone. Richtungswechsel. Yes! Auch wegen Stopwatch. Stopwatch hat es gerade durcheinander gebracht. Okay. Puh. Das lief doch ganz okay. Ich würde sagen, das waren gute Kämpfe. Weiß nicht, wie ihr das seht. Vor allem der Dogma-Kampf, der war schwer in Ordnung. Oh, die Sporen waren der Run-Winner. Yeah. Keeper's Box. Was da wohl drin ist. Puh. Das war ein Kampf. Schau ich den Keeper an. Oh mein Gott. Warte, ich habe Megasatter mit Keeper gemacht? Ja. Ich glaube, besser von mit Keeper, als ich mir wünschen würde. An sich würde ich sagen, wir sind fertig für heute, weil es langsam spät wird. Aber 2 Hit Dogma, 3 Hit Beast. Wow. Wurde ich 2 Mal bei Dogma getroffen? Oh ja, yeah, ja. Yeah. Aber ja, war gut.